ich komme ja gar nicht aus Hessen, aber das ist ein Bayern, erzähle das aus Unerfrankengekommen, so zwei Kilometer von der hessischen Grenze, das geht gar nicht. Aber wir machen das Ganze jetzt ohne Dialekt. Wir springen nämlich jetzt zu den Primasol Hotels. Die Primasol Hotels, natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Nach dem Erfolg der Schwimmschule Tigerente bei Club Calimera weiten wir das Konzept jetzt ziemlich aus. In ausgewählten Primasol Hotels werden jetzt auch deutschsprachige Schwimmlehrer eingesetzt, wobei die Kinder das Schwimmen erlernen können. Also die Kinder können aber nicht nur das Schwimmen erlernen, sondern auch diverse Schwimmabzeichen absolvieren. Das macht Laune und da kann man meine Freunde zu Hause so richtig auftrumpfen. Manchmal geht es etwas Deutsch. Wir gehen aber auch die ganze Zeit schon hessisch hinter der Bühne. Aber das ist ja ein super Argument, finde ich. Also auch für die Eltern, gerade wenn man Urlaub am Wasser macht, oder also ob man jetzt am Meer ist oder einen eigenen Pool hat, da ist man ja schon entspannter, wenn die Kinder auch schwimmen können. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Wir haben aber auch für die Eltern was ganz, ganz Neues bei Primasol, und zwar das Prima-Food-Konzept. Das Prima-Food-Konzept, das dreht sich rund um die mediterrane Küche mit gesunden Olivenölen und herrlichen Kräutern. Dieses Konzept wurde speziell für die Primasol-Hotels kreiert. An Live-Cooking-Stationen werden die Gerichte direkt vor den Augen der Gäste zubereitet und da bekommt man beim Zuschauen schon so richtig Appetit. Ja, hört sich super an, und du kannst uns den Mund, glaube ich, noch ein bisschen wässriger machen mit einem weiteren neuen Hotel. Das stimmt. Und zwar